Rote Karte für den Neid. Rot für den Neid. Nicht nur gelb. Gelb, wenn du gelb bekommst, ist es eine Verwarnung. Wenn du rot bekommst, musst du vom Platz. Neid wird nicht verwarnt. Neid muss vom Platz. Das ist krass. Und deswegen hat es auch einen Platz gefunden bei den 10 Besten. Bei den 10 Geboten, die Gott damals dem Mose gab, sogar dem Volk in Israel zugesprochen hat. Die haben das gar nicht richtig ertragen können, so gewaltig war die Stimme Gottes. Haben Mose gebeten, bitte dolmetsche du uns. Und Gott hat selbst diese 10 Gebote auf Steintafeln geschrieben und dem Mose mitgegeben. Wir kennen die Geschichte. Der Clip zeigt ziemlich anschaulich, warum. Es ist nicht gut für uns. Es ist nicht gut für unsere Mitmenschen und letztlich ist es ein Zeichen von Undankbarkeit, wenn wir diesen Neid zulassen. Deswegen rote Karte für den Neid und das 10. der 10 Gebote hier auf der Folie. Nach Neues Leben, Bibelübersetzung. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren. Weder sein Haus, seine Frau, seinen Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, seinen Esel und sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Die Diskussion darüber, warum die Frau hier als Besitz des Nächsten aufgeführt wird, verschieben wir auf später einmal. Es geht um dieses Begehren. Das will ich heute in den Fokus richten. Du sollst nicht begehren. Genügsamkeit, das wäre das Gegenteil, oder? Zufrieden sein mit dem, was man hat. Und Großzügigkeit, das ist der Tod vom Neid. Aber Neid entsteht nun mal. Neid entsteht nun mal, wenn es bei einem selbst nicht so läuft, wie man es gern hätte. Man ist unzufrieden, andere haben es besser. Man kann neidisch sein auf ganz schön viele Dinge. Auf die Schönheit der anderen, auf die Gesundheit, die die anderen haben und ich nicht. Auf Materielles, ach der Klassiker da mit dem Ferrari, darauf hätte ich jetzt keine Lust, einen Ferrari in der Garage zu haben. Aber trotzdem ist es ein Statussymbol. Wer das hat, wow. Man kann neidisch sein, weil der andere es geschafft hat, seine Träume zu verwirklichen. Und ich hänge immer noch meinen Träumen nach und die sind so weit weg. Man kann neidisch sein auf die Ferien am Meer, die der Nachbar macht. Man kann neidisch sein, wenn man Pastor ist, auf eine große Gemeinde. Und man kann neidisch sein, wenn andere Leute mehr Einfluss haben, mehr gefragt sind als ich. Ich kann neidisch sein, wenn ich merke, wow, so coole Talente, ich habe die 3 Leute hier gesehen auf der Bühne und Leute, ihr werdet bewundert, aber ihr werdet auch beneidet. Das gelingt ihm einfach so, ich muss das so mühsam erarbeiten und pickeln und lernen und der andere schaut es einmal an und weiß es einfach. Das kann Neid verursachen. Es fällt ihnen einfach in den Schoß. Oder noch etwas, der oder die, die haben einfach Vitamin B, die haben Beziehungen, deswegen schlüpfen sie überall durch, ich nicht. Und so weiter und so fort. Als ich kürzlich beim Joggen war, habe ich über Neid nachgedacht, N-E-I-D. Und da ist mir Folgendes aufgefallen, und ich möchte euch das hier aufschreiben. Neid kann man buchstabieren und ich habe es so richtig schön grün geschrieben, weil das so das Giftige oder ist vom Neid. Neid hat zu tun mit, oh, das ist ein langes Wort, wie geht es schon wieder, mit Nachholbedarf. Ich habe das Gefühl, oder es ist wirklich so, dass ich da weniger habe und jetzt noch nachholen müsste. Neid hat auch zu tun mit
mit Eifersucht. Und hier haben wir eine Sucht, die da mitschwingt. Und wir merken, Neid ist nicht einfach nur eine Einstellungssache, sondern etwas, das uns treiben kann. Und da gibt es noch einen anderen Begriff, der mir auch eingefallen ist. Das ist noch ein bisschen stärker. Das ist die Ich-Sucht. Gut Deutsch, Egoismus. Aber ich finde, Ich-Sucht eigentlich noch sehr plausibel, verständlich. Es ist die Sucht, dass das Ich sich verwirklichen kann. Und um alles in der Welt muss es mir dann gut gehen. Und schließlich habe ich noch das D. Was war jetzt das schon mal? Ich habe dann wirklich wieder drüber nachgedacht. Ich frage mich, soll ich es euch jetzt schon aufschreiben? Ja, ich habe das gefunden. Was würdet ihr bei D noch einsetzen, was mit D zu tun hat, mit Neid? Dank, wow, das ist ein komplexes Wort. Danklosigkeit. Ja, genau. Noch weitere Vorschläge mit D? Was? Dieser hat mehr, da habe ich keinen Platz. Auch die Danklosigkeit ist ein bisschen lang. Aber es sind ganz tolle Begriffe. Dieser hat mehr, Danklosigkeit. Ich habe einen ganz, ganz tollen Begriff gefunden. Dummheit. Und wisst ihr was? Dummheit hat nichts damit zu tun, dass man weniger weiß als der andere, sondern dumm ist der, der die falschen Prioritäten setzt. Dumm ist der, der nicht nachdenkt, bevor er handelt. Das ist dumm. Und Neid, der dann sich ins Begehren hineinbegibt, ist einfach Dummheit. Ja, wir können darüber diskutieren. Dafür gibt es die Cafeteria nachher im Gottesdienst. Ich freue mich schon auf gute Gespräche. Vielleicht habt ihr bessere Vorschläge, aber das hier ist der Boden, wo die Pflanze des Neides wächst. Und diese Pflanze des Neides hat eine ganz besondere Blüte. Das zerfrisst. In 1. Timotheus 6, Vers 6 steht Folgendes. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenig zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir seit unserer Geburt oder bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld, oder wörtlich die Habgier, haben, 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 die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Habgier ist die Wurzel allen Übels. Die Wurzel ist hier in diesem Sucht. Habgier, Nachholbedarf, Ich-Sucht, dumm. Und so sind manche Menschen, heißt es im 1. Timotheus 6 weiter, so sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen. Ja, das ist eine Warnung. Und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Wir haben es im Clip gesehen, was für Schmerzen das auslösen kann. Ja, so redet die Bibel darüber. Nun, habe ich mir überlegt, auch wo entstehen denn solche Neidpflanzen in unserem Herzen, in unseren Köpfen? Wo kann es sein, dass aus einem Bedürfnis, das wir haben, wir können ja wirklich etwas weniger haben, oder dass wir auch fühlen, wir sollten jetzt mehr haben, dann verbunden mit diesen Süchten da und der Dummheit, die falschen Entscheidungen treffen, wo ist das Gebiet, wo solche Gärten mit Neidpflanzen wachsen in unseren Herzen. Ich habe drei Klassiker herausgefunden.
Der erste ist die Erotik. Es war ein Sohn von David, Amnon. Der hat sich verguckt in seine Halbschwester Tamar. Er begehrte sie. Und so hat er arrangieren können, mit einem wunderbaren Trick, dass die Tamar zu ihm ins Haus kommt. Er hat sich krank gestellt. Die Tamar soll ihn bewirten. Das wurde von höchster Instanz König David erlaubt, befohlen. Tamar, diene deinem Bruder Amnon. Sie kommt, sie kocht für ihn, sie bringt es ans Bett. Amnon sagt, alle anderen sollen rausgehen. Und dann sagt er zu Tamar, hey Tamar, komm, leg dich zu mir. Sie sagt, nein, wir wollen nicht, dass etwas Unrechtes geschieht hier in diesem Haus. Komm, leg dich zu mir. Tamar, nein, das will ich nicht tun. Bitte unseren Vater, dass er mich dir zur Frau gibt, dann ist wenigstens alles in Ordnung. Dann nimmt er sie, er vergewaltigt sie. Er löscht seine Begierden an ihr, an ihrem Körper, die Halbschwester. Und als alles vorbei ist, beginnt er sie zu verachten. Er stößt sie von sich, er jagt sie weg. Das Ende dieser Geschichte ist, dass der Vollbruder von Tamar den Amnon umbringt. Das geschieht in einem Haus, in einer Familie. Erotik ist etwas Schönes, etwas, was Gott uns gegeben hat. Aber wenn es hier Wurzeln schlägt in einem Nachholbedarf, ich brauche eine Frau, ich muss jetzt, und dann die Eifersucht, andere haben und ich nicht, und die Ich-Sucht, aber ich muss jetzt haben, und dann die Dummheit kommt. Es ist eine sehr schlaue Dummheit vom Amnon. Er stellt sich krank, er hat Tricks parat, aber es ist dumm. Es ist wirklich dumm. Dann wird die Erotik zum Nährboden für Neid, für Sünde. Und wir merken, da kommt Mord mit, da kommt Ehebruch mit, da kommt alles mit. Es beginnt im Herzen von Amnon. Ein zweiter Begriff, wo etwas Schönes, etwas Wertvolles, was Gott uns geschenkt hat, von Neid kaputt gemacht wird, ist der Begriff der Ehre. Ja, Gott will uns ehren. Er möchte uns sagen, du bist gewollt, du bist würdig. Nicht unwürdig, um vor mir auf den Knien zu rutschen, sondern würdig gemacht durch das Blut von meinem Sohn Jesus Christus. Dir ist vergeben, ich liebe dich. Du bist angenommen. Du gehörst zu mir, ich ehre dich damit, dass ich selbst durch meinen Geist in dich komme, in dir lebe. Du bekommst Anteil an der Gegenwart Gottes. Das ist die höchste Ehre, die ein Mensch erleben kann. Und der Neid kommt und nimmt die Ehre und macht es kaputt. Es war damals in Samaria. Das Evangelium wurde aus Jerusalem hineingebracht in diese nördliche Ortschaft, in dieses Gebiet, wo die Samariter wohnten. Ein Gebiet, das die Juden eigentlich möglichst umgehen wollten. Aber jetzt sind christliche Juden nach Samaria gekommen und haben dort in dieser Gegend das Evangelium verkündet. Und die Samariter sind zum Glauben gekommen. Sie haben Jesus in ihr Herz aufgenommen. Sie haben die Vergebung ihrer Sünden angenommen. Sie wurden, so lehrt uns die Bibel, eingefügt in Gottes Volk. Das hat man in Jerusalem erfahren. Und da sind die zwei Profis da, der Petrus und der Johannes war es, glaube ich, sind nach Samaria gegangen, um zu schauen, ob der da aus mit rechten Dingen zu und her geht. Also um zu schauen, ob dort in Samaria wirklich alles mit rechten Dingen zu und her geht. Und sie lernen die Menschen kennen, die neu zum Glauben gekommen sind. Wow, ist alles echt.
Und sie haben die Leute getauft. Sie haben ihn auf den Namen, sie auf den Namen von Jesus Christus getauft und sie so hineingenommen in dieses neue Volk Gottes der Gemeinde. Da war auch einer dabei. Simon hieß er. Er war damals in Samaria ein sehr angesehener Mann. Er hatte Einfluss. Er war geehrt, weil er auch allerlei Zauberkünste auf Lager hatte. Und nun kamen diese Leute aus Jerusalem und da passierten Dinge, die er sich in seinen kühnsten Träumen nicht hat ausdenken können. Wow, die konnten also wirklich Menschen die Hände auflegen und die wurden gesund. Oder sie konnten Menschen die Hände auflegen und die wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und bekamen neue Gaben, wie das Gebet noch in Sprachen, in neuen Sprachen, die sie nicht gelernt hatten, oder prophetisch reden, was immer. Und der Simon hat mit offenen Augen da zugeschaut und hat gesagt, ich will das auch. Und hat sich selbst segnen lassen und selbst diese Gaben empfangen wollen. Und dann hat er gedacht, jetzt noch ein Schritt mehr. Da hat das begonnen. Ich möchte eigentlich auch wie diese Apostel aus Jerusalem sein. Ich möchte wieder Petrus sein und wieder Johannes. Und ich möchte auch, wenn ich anderen die Hände auflege, dass dasselbe passiert. Hat ein bisschen Geld genommen, ist zum Petrus gegangen und gesagt, ich zahle dir was, wenn du mir diese Gabe gibst. Petrus hat sofort erkannt, was die Wurzel von diesem Thema ist. Neid. Wenn Gott etwas schenkt, schenkt er es gratis. Sonst ist es kein Geschenk. Und der Simon hätte diese Gabe auch bekommen können, wenn er den Weg eines Jüngers gegangen wäre. Aber er ging den Weg eines, der sich den Erfolg erkaufen wollte, weil er neidisch war. Und wir merken, dass in diesem Gebiet der Ehre ganz, ganz viel Neid ist. Wo wir uns schämen wegen etwas, dort haben wir Nachholbedarf an Ehre und dann haben wir das Gefühl, wir müssen uns das holen. Anerkennung von Leuten, Einfluss, ich muss, Ellbogen, alles gehört dazu. Der dritte Bereich, wo Neid ganz gut gedeihen kann, ist der Bereich des Eigentums. Es war dieser König Ahab damals in Israel, der hatte alles. Der hatte alles, was ein König haben kann. Nur blöderweise war neben seinem Winterpalast ein wunderschöner Weinberg gelegen. Er gehörte Naboth. Ahab wurde neidisch. Nachholbedarf, so eine schöne Weinberg kann ich noch nicht. Außerdem liegt er gerade neben meinem Palast, ich könnte einen Wintergarten draus machen. Das wäre doch toll. Oh. Er ging also zu Naboth und dann hat er ihm Geld angeboten. Naboth aber sagte, das geht nicht, das ist Familienerbstück, das bleibt in unserer Family. Ahab wurde wütend und muff. Zog sich zurück und die Geschichte ging so aus, dass ihm seine Frau, die nicht an den Gott Israels glaubte, sondern die glaubte, dass man sich alles nehmen muss, was man haben bekommen kann als König, die hat ihm dann das eingefädelt, dass Naboth umgebracht wurde, dass der Weinberg heimatlos war. Und sie sagte dann zu ihrem Mann, Ahab, König, Ahab, geh, der Weinberg gehört dir, nimm ihn in Besitz. Und wir merken, im Bereich des Eigentums, da geht ganz, ganz viel ab, wo Nachholbedarf ist, wo Eifersucht ist, wo Ichsucht ist und wo wir dumme Entscheidungen treffen können. Ja, Jesus deckt dies total auf. Er sagt zum Beispiel in Bezug auf die Erotik, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Bergpredigt, Matthäus 5. In Bezug auf das Eigentum sagt er,
Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Und dann sagt er, hey, vielleicht ist es besser, dass du dein Auge ausreißt und nicht mehr neidisch oder begierdevoll auf das Eigentum anderer blickst, um dann wenigstens in den Himmel zu kommen. Krasse Aussagen aus der Bergpredigt. Und was die Ehre anbelangt, lehrt uns Gottes Wort. Römer 3,23. Wir haben alle gesündigt. Und es fehlt uns an der Ehre, die wir bei Gott haben sollten. Aber im Vers 24 steht dann, Römer 3,24, aber wir werden gerechtfertigt durch die Gnade Gottes. Wir sind so eingetaucht jetzt in diese wunderbare Thematik des Neides und hier möchte ich einfach einen Schritt weitergehen. Betrügen wir uns bitte nicht selbst. In Jakobus' Brief, im Kapitel 1, Verse 13 bis 15 steht Folgendes. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Niemals. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Macht euch also nichts vor, liebe Brüder und Schwestern. Macht euch nichts vor, betrügt euch nicht. Seid nicht dumm. Schieb nicht Gott die Schuld dafür zu, in die Schuhe, wenn du etwas machst, was nicht okay ist und du sagst, ja, Gott hat mich eben in diese Situation geführt, ich habe es nicht bestanden, also Gott hat sich da getäuscht in mir, er ist der Mann, der den Fehler gemacht hat. Schieb die Schuld auch nicht einem anderen Menschen zu, Adam hat das gemacht. Ja, Gott, weißt du, die Eva, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Und die Eva sagt dann, ja, ich weiß schon, aber es war die Schlange, die mich verführt hat. Kennt ihr das Adam-Eva-Syndrom, oder? Das ist das Domino, das wir da gerne machen. Zack, der andere ist schuld. Schuldverschiebung heißt dann, wir übernehmen nicht Verantwortung. Nein, hier sagt uns Gottes Wort, macht euch bitte nichts vor, betrügt euch nicht selbst. Die Ursache dafür, dass wir sündigen, liegt nicht bei Gott, liegt nicht bei Mitmenschen, sondern sie liegt tief in unserem Herzen drin, sie liegt tief in unserem Denken drin. Die Ursache, dass wir den ewigen Tod verdienen. Und zwar, wir lesen es noch einmal, jeder Mensch, das steht in Vers 14, Jakobus 1, jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt und wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Es ist also, das lernen wir auch, keine Sünde, wenn wir versucht werden. Das ist keine Sünde. Das ist normal. Wir werden alle immer wieder versucht. Die Sünde ist erst dort, wo wir die Versuchung zulassen und sie verknüpfen lassen mit unserem Nachholbedarf, der Eifersucht, Ichsucht und Dummheit, und dann daraus eine Tat entsteht. Die vollzogene Sünde führt zum Tod, heißt es da. Die Begierden sind es aber, wo alles beginnt. Dort. Der Reiz, der Impuls, der dann sagt, hey, du hast zu wenig, der andere hat mehr. Hey, du hast es verdient. Etwas wäre für dich doch jetzt auch mal drin, oder? Hey, denk nicht zu viel nach. Nimm dir, was dir vor die Hände kommt. Zwischen diesem Impuls, diesem Reiz und der Reaktion, dass wir dann entsprechend handeln, da liegt etwas dazwischen. Habe ich gelernt von René, danke. Zwischen dem Reiz, dass da eine Begierde aufploppt und versucht wird, und dem Moment, wo ich sage, und jetzt tue ich es, da ist dazwischen eine Reflexion. Also vom Reiz geht es zur Reflexion, dann zur Reaktion. Zu gut Deutsch, vom Neid
geht es über das Nachdenken zum Nehmen. Und das Nachdenken hier, das ist eine wichtige Sache. Deswegen haben wir hier diese Aufforderung. Macht euch also nichts vor, liebe Brüder. Denkt darüber nach. Reflektiert, was hier abgeht. Denn die Begierden, Eifersucht, Ichsucht, was immer, das nährt. Du kannst auch über die Dinge nachdenken. Ich muss haben, ich muss haben, ich muss haben. Und dann wirst du nehmen. Aber wenn du hier anders nachdenkst und merkst, Moment, ich genüge ja bei Gott. Ich kann ja zufrieden sein mit dem, was ich habe. Ich bin dankbar. Dann zerbricht das diesen Impuls und die Reaktion wird nicht sein, dass ich es nehme, sondern dass ich zufrieden bin trotzdem. Ich will das noch ein bisschen zeichnen. Hoffentlich kriege ich das hin. Also das hier, das wäre ein Kopf. Und hier im Kopf gibt es ein wunderbares Organ, das nennt sich Hirni. Das Gehirn hat hier eine Region, die nennt man Frontalkortex, Großhirnrinde. Und hier hat sie eine andere Region, das ist das Stammhirn. Die Evolutionisten meinen, dass zuerst einfach das Stammhirn da war und alles andere dann dazugekommen ist. Gott hat alles in einem gemacht, das ist meine Überzeugung. Jetzt hat es eine ganz spannende Sache. Hier im Stammhirn sind die Reize und die Impulse. Also das geht wahnsinnig schnell, wahnsinnig schnell, also echt. Du siehst ein Glas Wasser und denkst, ah, ich möchte trinken. Man hat das mit Sonden herausgefunden, dass dieses Denken, ich will jetzt trinken, ich strecke die Hand aus, eigentlich schon verzögert war, denn das Stammhirn hat vorher schon der Hand befohlen zu nehmen. Da war nur so ein, zack, nimm schnell, Durst. Das denkt man gar nicht, das passiert einfach. Merkt ihr, wie das mit der Sünde ist? Das ist ganz, ganz blöd. Das halbe Stammhirn. Weißt du, dann hast du dich angewöhnt, irgendwelche Dinge zu begehren, die dir eigentlich nicht gehören. Das Stammhirn weiß das jetzt einfach, oder? Und du siehst eine schöne Uhr. Da kannst du gar nicht mehr richtig nachdenken, du hast die Hand schon ausgestreckt. Das ist gefährlich. Aber Gott hat uns eben noch eine Großhirnrinde gegeben. Dort wird alles abgespeichert, was wir lernen. Dort wird gespeichert, was wir für Werte haben, was uns wichtig ist. Wenn du Gottes Wort liest und die Bibel liest und dir das einprägst, dann kommt das hier in die Großhirnrinde. Und jetzt haben wir hier den Reiz und hier das Nachdenken. Jetzt kommt es mega drauf an, was du in deine Großhirnrinde abspeicherst. Deswegen sagen wir unseren Kindern immer wieder, denk darüber nach, mit was du dein Gehirn abfüllst, dein Denken füllst. Denn das hier ist die Zwischenphase zwischen Reiz und Reaktion, hier ist die Reflexion. Das passiert in der Großhirnrinde. Sorry, wenn ich jetzt so, das ist einfach so. Aber das ist so. Wisst ihr, und hier unten, hier haben wir dann das Handeln. Das Handeln, dass wir etwas tun mit den Händen, dass wir irgendwo hingehen mit den Füßen, dass wir etwas aussprechen, dass wir etwas anschauen, dass wir unsere Ohren öffnen für etwas. Das Handeln, was mit unserer Sexualität zu tun hat, mit dem Umgang mit unserem Geld, all das wird irgendwie genährt und gelenkt. Ich habe hier so einen Schlauch. Gartenschluch sollte man wieder montieren, es ist Frühling. Nur ist es eben so, dass es hier zwei verschiedene Hahnen gibt, oder? Es gibt den Hahn beim Stammhirn und den Hahn beim Großhirn. Wer einfach beginnt, hier gleich anzuhängen, der ist in einer Sucht drin. Der muss das irgendwie dann wirklich ändern. Es
Wir müssen lernen, unseren Schlauch hier anzuhängen und das hier gut zu füllen. War das jetzt zu kompliziert? Wahrscheinlich schon. Also, aber vielleicht bringt es ja gleich trotzdem etwas, wenn man über diese Dinge da nachdenkt. Einfach, was wir uns merken sollten, ist, wenn wir eine Begierde haben, etwas, das uns glustet, eine Versuchung andockt, dann haben wir eine riesige Chance, darüber nachzudenken, bevor wir handeln. Wir müssen nicht das tun, was die Versuchung uns sagt. Deswegen ermahnt uns Gottes Wort. Macht euch nichts vor. Ihr habt Verantwortung. Ihr habt Verantwortung, was in eurem Denken abgeht. Reicht die Disziplin? Ja, jetzt muss ich auch zuerst noch denken. Reicht der gute Wille? Reicht es, sich jetzt Ziele zu setzen und zu sagen, ja stimmt, ich habe da etwas, was mich immer wieder fallen lässt? Das sind alles gute Dinge. Disziplin, Verantwortung übernehmen, Ziele setzen. Aber die Bibel sagt uns nicht, dass unsere Begierden im Kampf stehen mit unserem Willen. Das ist schon noch da. Der Paulus sagt ja auch, ich will es eigentlich tun, aber ich tue es trotzdem nicht. Der Wille ist letztlich zu schwach. Die Bibel lehrt uns, dass es einen Kampf in unserem Innern gibt. Das ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und das Fleisch ist der biblische Begriff für der Teil in uns, der es selbst tun will. Der Teil in uns, der sich selbst befriedigen will. Der Teil in uns, der sich nicht reinreden lassen will, das ist Fleisch. Und dieses Fleisch ist auch in Christen noch aktiv. Wir sollen es täglich ans Kreuz bringen. Der Geist, den Gott uns schenkt, der will uns zur Entfaltung bringen. Der will uns helfen, in unserem Großhirn aktive Gedanken zu entwickeln. Und Gottes Wort. Ich habe einmal einen jungen Mann beobachtet, der hat sein Leben Jesus anvertraut. Er war etwa 20-jährig. Und da habe ich gedacht, super, er hat ein bisschen Mühe mit Bibellesen, okay, aber er ist mit Freude mit Jesus unterwegs. Er will helfen in der Gemeinde und alles. Und dann nach einer gewissen Zeit, 3-4 Jahre, hat er sich entschieden, mit seiner Freundin zusammenzuziehen. Und ich war total erschüttert, weil ich gedacht habe, hey, der Heilige Geist ist doch in ihm, der kann ihm doch zeigen, was Gott über die Beziehung, über Ehe und Zusammenziehen und Konkubinat denkt. Und hat dann später reflektiert und gemerkt, ja, der Heilige Geist ist schon in ihm. Aber es ist wie bei einem Computer, wenn du dort eine Software drauflädst, dann ist die Software schon auf dem Computer. Aber wenn du dann keine Daten eingibst, kann die Software nicht arbeiten. Wenn du ein super Buchhaltungsprogramm auf dem Computer hast, aber du vermeidest es, irgendeine Zahl einzutippen, wird am Schluss auch kein Resultat rauskommen. Und wenn du den Heiligen Geist hast, aber du vermeidest es, Gottes Wort einzufüttern, dann wird einfach dummerweise der Heilige Geist dich schon treiben, aber er kann nicht zugreifen auf gute Daten. Deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll, dass wir täglich eine Zeit mit Gott verbringen. Und unsere Großhirnrinde abfüttern mit guten Dingen. Gut. Tolle Sache. Beten. Prayer makes a godly man and puts within him the mind of Christ. The mind of humility, of self-surrender, of service, of pity and prayer. If we really pray, we will become more like God. Zu Deutsch. Helft mir. Gebet macht einen, die Engländer sagen so, göttlichen Menschen, einen, das kannst du fast nicht sagen auf Deutsch, gottesfürchtigen Menschen, ja, es tönt dann schon ein bisschen bieder, gell? Aber ein Mensch, der gottgemäß lebt. Und das Gebet legt in diesen Menschen hinein den Sinn von Jesus Christus. Den Sinn der Demut, der Selbstaufgabe oder Hingabe, besser gesagt, des Dienens, auch des Mitleids und den Geist des Gebets. Wenn wir wirklich beten, werden wir mehr und mehr wie
Gott werden. Das sind die Dinge, die wir uns zu Herzen nehmen können. Setz dich mit dem Neid auseinander, das ist mein Impuls, meine Anregung heute. Nehmt euch das Blatt mit, das von die10besten.ch als Handout mitgegeben wird. Das liegt hinten auf. Ihr könnt es aber auch auf unserer Webseite oder auf die10besten.ch finden. Und es sind 5 Tipps. Und ich finde es noch gut, es geht seelsorgerlich vor. Nicht so, hör auf, gerade rote Karte weg, sondern schau mal hin, warum bist du überhaupt neidisch? Akzeptiere mal, dass da Neid ist. Und dann schau genau hin. Neid kann auch motivieren, aber ist die Richtung gut? 3. Tipp, Neid entsteht nur, weil unser Selbstwertgefühl zu klein ist. Ja, wenn wir hier nämlich einen anderen Nährboden haben, den Nährboden von du bist gewollt, du bist geliebt, du bist ein Kind Gottes, dann kann der Neid gar nicht richtig wachsen. Es gibt viel Grund zur Dankbarkeit, da haben wir dieses D der Danklosigkeit, die zum Neid gehört, denn die Dankbarkeit killt den Neid. Und Tipp 5, definieren Sie Ihre Lebenswerte. Auch dort, wenn wir verunsichert sind in dem, was uns wirklich wichtig ist, dann wird uns der Neid immer wieder übermannen. Also das als Tipp. Und stellen wir uns einfach mal froh vor, wie das wäre, die ganze nächste Woche neidfrei zu leben. Wäre das was? Wäre das erstrebenswert? Einfach so eine ganze Woche mal neidfrei. Könnt ihr mal vorkommen von der Band? Sie haben ein Lied bereit, das heißt Wunderbar, oder wir trauen dir Wunder zu. Und machen wir das so, ich singe das Lied einfach einmal durch, ich komme dann wieder und sage etwas und dann singe ich es etwa so 2-3 Mal. Ich moderiere dazwischen. Ist gut. Damit man Diana auch wieder sieht, will ich den Flipchart ein bisschen auf die Seite stellen. Genau. Und diese Neidfreiigkeit, lass uns die genießen, lass uns auf die kommen. Wenn du möchtest, kannst du für die Zeit, die jetzt kommt, stehen, mitsingen. Du kannst aber auch sehr gerne sitzen bleiben, denn du merkst, ich möchte einfach jetzt Gott begegnen. Wenn du diesen Wunsch hast, der neidfreien Woche, dann lass dich jetzt auf diese Zeit ein. Ich möchte jeweils, du kannst schon vorher ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, wir haben einiges gelernt, gehört jetzt auch, was in unserem Kopf abgeht und darüber auch, wie du uns da führen kannst, wie du uns da in Freiheit führen kannst. Wir haben gelernt, wie gefährlich diese fleischfressende Pflanze des Neides ist. Aber wir wissen, wie schön es ist, in deiner Nachfolge zu sein und auch zu erfahren, wie dieser Kampf gewonnen werden kann. Lerne uns als erstes diese Dankbarkeit ganz neu. Tu das Wunder in unseren Herzen, dass wir wirklich danken können. Unsere Anbetung zu entfachen, denn du wünschst dir Anbeter, die dich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Du weißt aber auch, wo wir Bedürfnisse haben, wo wir Mangel haben. Und das kann realer Mangel sein. Es kann sein, dass wir wirklich knapp bei Kasse sind, dass wir den Fünfer umdrehen müssen. Es kann sein, dass wir das aber nur fühlen, dass wir zu kurz kommen, dass wir Nachholbedarf hätten.
Wir bitten dich, Jesus Christus, komm in die verschiedenen Situationen hinein in unserem Leben und derer, die dieses Video auch sehen. Komm hinein und tu das Wunder, dass wir keinen Mangel haben in dir, dass wir glücklich sein können in dir. Erfülle du auch, was wir wirklich brauchen zum Leben. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Und wir bitten dich noch einmal, Jesus, schenk uns diese Gabe, diese Fähigkeit der Großzügigkeit, dass wir diese Wurzel allen Übels, diese Habgier richtig ausrotten können durch Großzügigkeit. Weil du hast uns alles gegeben. Wir haben Gnade, wir haben Reichtum in dir, Jesus Christus. Also entfache diese Großzügigkeit in unseren Herzen. Tu das Wunder, dass wir nicht mehr an den Dingen hängen, nicht mehr daran hängen, dass die anderen besser sind, dass wir nicht mehr Materielles bevorzugen. Tu das Wunder in unseren Herzen, setz uns frei. Wir trauen dir Großes zu. Das ganze Volk sagte: Amen.